So, da sind wir auch schon wieder. Huch! Wir waren in Fort Ito. Fort Ito. Forito. Burrito. Und sind auf dem Weg zu Yamato, der uns über den unbesiegbaren Gosaku etwas erzählt. Aber davor. Das Überlebendenlager? Das von der Umugi-Bucht? Es ist verflucht. Leute verschwinden. Die Menschen dort sind verwundbar. So ohne richtiges Heim. Leichte Beute für Verbrecher. Viele Überlebende haben ihre Familien verloren. Ihre Liebsten. Etwas Seltsames geht dort vor sich. Ich beende das. So, das ist auch ums Eck. Also geht's erstmal Richtung Yamato. So, Nobu kam da nicht rüber. Doch, irgendwie schon. Wir halten zusammen. Schnell, Nobu! Braucht manchmal ein bisschen. Hui. So, unbekanntes Terrain. Schauen wir mal, wie sich das hier so entwickelt. Die müssten nicht hoch genug sein, die Blumen. Nau, die vielleicht? Nee, auch nicht. Na, kommt doch! Ah, einen kriege ich mal verpult. So ein Mist. Ich wollte doch so schön rein in den Kampf. Aber wir konnten ihn wenigstens retten. Hilfe! Bald seid ihr frei. Könnt ihr irgendwo hingehen? Ich weiß nicht, mein Herr. Ich war auf der Straße unterwegs, als ich auf ihren Außenposten stieß. Die Mistkerle verschleppen jeden, der passieren will. Ich räume die Straße. Versteckt euch so lange. Das kann ja nicht so weit weg. Doch, es ist sehr weit weg. Pferd! Hier! So, jetzt aber auf zu Yamato. Ich will das unbedingt hören mit dem Gosaku. Was
Kashima. Und da ist er. Fürst Sakai, bitte, kommt her. Die Geschichte von Gosaku wartet schon. Gosaku, erzählt mir von ihm. Sehr gern, mein Herr. Vor 2,5 Jahrhunderten versetzten die Rothandbanditen aus Akashima ganz Tsushima in Angst und Schrecken. Etwa zu dieser Zeit hörte ein Bauer namens Gosaku den Geist eines toten Samurai zu sich sprechen. Er fand den Leichnam, der noch immer seine glänzende Rüstung trug. Überwältigt von der Schönheit der Rüstung, stahl Gosaku sie. Bald darauf erreichte die Rothand Gosakus Haus. Er wusste, dass die Bauern alles an die Banditen verlieren würden. Und so legte Gosaku die Samurai-Rüstung an. Die Banditen griffen an. Gosakus Schwertarm zitterte vor Angst. Er wappnete sich für den Tod. Doch Hieb um Hieb prallte von der Rüstung ab und Gosaku strauchelte nicht. Die verblüfften Banditen wichen zurück, über ihre eigenen Füße stolpernd. Eine geheimnisvolle Ruhe überkam Gosakus Körper und Geist. Beeindruckt von Gosakus Tapferkeit, lenkte der Geist des toten Samurai seine Klinge. Binnen kurzem streckte Gosaku den letzten Banditen nieder. Und die Rothand wurde nie wieder gesehen. Jahre später, als Gosaku starb, schlossen die Bauernfamilien die Rüstung sicher ein. Jede Familie besitzt einen der Schlüssel. Nun suchen erneut Schrecken unsere Insel heim. Die Bauern Tsushimas wollen Gosaku auf einem Berggipfel gesehen haben. Ausschau nach einem mächtigen Krieger haltend, der uns heute schützen kann. Der unbesiegbare Gosaku. Scheint mir eine ziemlich krasse Tenki-Rüstung zu sein. Die Rüstung ist noch sicher verwahrt. Und jetzt suchen die Mongolen danach und plündern Gehöfte auf der ganzen Insel, um die Schlüssel zu finden. Welche Höfe haben die Schlüssel? Aoi, Iijima, Kuta, Koshimitsu, Ohama und Yagata. Wenn ihr die Schlüssel findet, die Rüstung soll auf einem Berggipfel in Akashima versteckt sein. Die Mongolen werden sie nie bekommen. Dessen bin ich mir sicher, mein Herr. Ja, zumal er uns ja auch schon gesehen hat in Tadayoris Rüstung. Da unten, da oben und dort noch. Okay. Ja gut, die hier unten, die kann man sich ja mal eben schnell holen. Hadachi Anwesen. Flussbrücke. Na, machen wir es vom Anwesen aus. Gehen wir da mal eben hin. Dann haben wir das untere auch fertig und dann ist das ist ja auch das Gehöft, wo der Tipp kam bezüglich das Kotunkan uns angreift. Das ist ein braves Pferd, Nobu. Da kommen wir auch gut hin. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Der ganze Hinterhof ist voll. Yeah!
Tatütata, der Meuchler ist wieder da. Töte Gegner ohne zu heilen. Ich hab eigentlich ausgewichen, mein Freund, aber na gut. Alles wird wieder gut. Ich schulde euch mein Leben. Geht. Gebt auf euch acht. Ich gehe ihm mal eben hinterher. Strohhut der Oni-Klinge. Oh, ist der schick. Das ist schick. Genug Weiß, sagt er. Ich hab ja auch noch hier. Guck mal, wie das zusammenpasst. Meine Güte. Das ist ja hier Fashion Souls. Da habe ich doch bestimmt noch ein paar ordentliche Schwerter. Nee, nicht wirklich. Aber wir können mal das nehmen. Sieht nämlich auch nice aus. So. Das behalten wir so. Und da nehmen wir wieder Rot. Nee, neunschwänziger Fuchs finde ich aber eigentlich recht schick. Das sieht doch schön aus. Schön blutig noch. So, eine Geisel möchte noch befreit werden. Oder zwei. Verzeihung. Oh, die sind alle wieder da. Harvo,
Zing! Nee, die waren. Hier drüben! Die waren wohl davor. Stillhalten. Diesen Moment vergesse ich nie. Ihr seid sicher. So, eine Geisel fehlt noch. Da hinten sind Gegner in dem Gebäude. Schade. Und da ist auch die Geisel. Negium Hasinta. Bald seid ihr frei. Wir schulden euch unser Leben. Nehmt den Schlüssel für Gosakus Rüstung. Nutzt ihn weise. Habt ihr die Rüstung je selbst gesehen? Wir haben es nicht gewagt, mein Herr. Wir sollten sie für jemanden wie euch aufbewahren. Nice. Zwei Stück fehlen noch. Geschihitze oder sowas und irgendwas mit I. Das können wir mal eben überprüfen. Kushimitsu. Ah, darauf habe ich gewartet. Kuta-Gehöft. Gehöft. Gehöft zu ihrem Vergnügen. Hey, mit dem Technikpunkt. Also was ich gemerkt habe bei den Techniken der Kampfhaltung, ich bin ja sehr oft in der Steinhaltung und überlege, ob ich den Dreifachstichangriff lerne. Ich finde den nämlich echt gut, du durchbrichst alles damit. Bei einem Schwertkämpfer. So, der unbesiegbare Gosaku. Dafür brauchen wir immer noch zwei von den Schlüsseln, wie eben schon angesprochen. Und wir haben ein paar neue Fragezeichen. Eins hier hinten, eins dort, zwei da hinten. Oh, jetzt geht's los. Da kümmern wir uns drum. Flotter, Nobu! Und wenn es nur ein neuer Strohhut ist, ich finde das super. Ein Fuchsbau noch für den Talisman, das wäre mal geil. Da hinten haben wir auf jeden Fall irgendwas Besonderes. Und hier haben wir auch was ganz Besonderes. Selber platzt. Habe ich das noch nicht geskillt? Oder zählt das nur bei der Haftbombe?
einer Bombe. Merkwürdig. Zack, 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 Dreifachstich. Dann der Superangriff gegen Schildträger. Speerangriffe automatisch parieren. Weiß jetzt gar nicht, ob ich das von unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Ich weiß ja auch nicht. Das war überfällig. So, er wird uns da wohl hingeleiten. Oh ja, ein Waffenskin? Ich glaube, ein Waffenskin. Flucht einer Familie. Toko, wir haben einen Weg die Klippen hinabgefunden. Das Klettern ist gefährlich, aber nahe des Wasserfalls erscheint es etwas sicherer. Das Boot soll heute Abend kommen. Du musst es einfach schaffen. Vater sagt, eine weitere Chance wird es nicht geben. Wir wollen nicht ohne dich gehen, aber wir können nicht bleiben. Ich hoffe, du verstehst das. Oh, schick. Pinsel des Kriegers. Nehme ich. Hebt sich ab. Tja, hier will ich wohl kaum runterkommen, ne? Der kleine Schnapper. Muss ja irgendwas sein. Das gibt's doch gar nicht. Da hat man ja hinten gesehen, da ist ja noch was. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich da runtersteigen soll. Oder hat er es auch nicht gefunden? Vielleicht. Geschwisterfelsen. Also da ist was. Und da will ich auch hin, unbedingt. Sieht man aber auch nix. Ich dachte mir, wäre eine Höhle. Das wäre ja geil. Hier ist eine Leiche. Da werden wir auch nicht runterkommen. Hier sind alles Felsen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ne, hier glaube ich erst recht nicht. Oder?
Vielleicht. Probieren? Geschwisterfelsen. Nice. Banner und Ressourcen. Eibenholz, Stahl und mehr, weil ich der Sammler bin. Sehr schön. So. Geschenk holen. Geht es Zurus Ehemann schon besser? Er hat etwas Bambusblättertee zu sich genommen. Bestes. Rüstungsschmied. Du bist ein gutes Pferd. Schnell, du! Ein unentdeckter Ort. Scheint hier oben zu sein. Ja. Eine Quelle? Sehr schön. So, Riosos Verrat, Kotunkan, Verrat. Wir wuchsen zusammen auf, doch du warfst alles fort. Wie lange wird es währen, Rioso? Wie lange, bis die Mongolen deine Ausreden leid sind? Er hat Leute abgefackelt. Kriegt von mir alles, aber bestimmt keine. Kein Augenzwinker Gnade. Der kriegt die volle Dröhnung. So, jetzt durch den Tempel zurück. Oder auch nicht. Ich denke mal, ich kann direkt diesen Berg hoch. Ich vergesse immer, dass er rechts absteigt.
Nice. So, ein Banner. An was haben wir hier noch? Ja, da ist er. Flotter, Nobu. Jetzt steigt er links ab. Oh ja. Talisman der Macht Inaris. Bin immer gespannt. Niedere Erhöhung der Gesundheit und des Nahkampfschadens. Verehre zusätzliche Inari schon, um die Effektivität dieses Talismans dauerhaft zu erhöhen. Ist zwar nur nieder, aber Gesundheit ist ja auch mit erhöht. Okay. Das machten die Bauten jetzt also. Den Talisman verbessern. Ist ja geil. Und er hat 2 Stats, ne? Das ist schon sehr mächtig. So, da oben ist noch was. Oh, hier ist jetzt überall noch was. So, die beiden Kameraden. Hier lang. Vogel hilft mir. Ja. Stillhalten. Habt Dank, mein Herr. Ihr solltet die Sümpfe nahe der Numata-Siedlung meiden. Dort verstecken sich Mongolen. Ein strategischer Ort. Perfekt für Überfälle. Und Angriffe auf jeden, der von Burkaneda kommt. Ihr geht doch nicht dorthin, oder? Mir bleibt keine andere Wahl. Ich komme wieder. So, das ist auch da oben. Die berichten mir über Sachen, die sind so weit weg, das ist witzig. Akashima, da gibt's alles, das ist gut. Der letzte Kriegsmönch, der ist da auch. So, aber wir wollten
hier unten eben noch die beiden Fragezeichen klären. Nice. Frühlingsbambus. Das sieht aus wie ein Haiku. Sehr gut. Furcht. Passt schon. Flüstern nähert sich. Die Schatten locken voran. In Todesrüstung. Stirnband der Furcht. Nice. So, mehr Fragezeichen. Habe ich hier unten noch irgendeins? Sieht jetzt nicht so aus. Da ist eins auf einer Insel. Und hier ist eins. Ich mache das zuerst. Komoda Bambusstand. Da gehen wir hin. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Echt jetzt? Also so manchmal denke ich mir auch, ey. Haken haben wir da auch nix. Das ist schon sehr komisch zwischendurch. Diesem Klettern. So, da komme ich auch nirgendwo hoch. Korrekt. Bringt ja nix. Hauptsache schon wieder ein Fuchsbau. Dem laufe ich so hinterher. Oh, das ging ja mal. Vom wie ich. Talisman der Stille. Klingt auch gut.
So. Und jetzt haben wir noch eine Insel vor uns. Scheint hier lang zu gehen. Steindrachenschrein. Mehr als drücken kann ich nicht, Leute. Musst du auch jetzt doppelt drücken. Okay. Das wird doch nix. Sie wollten von der Insel. Hier war ich gerade, da bin ich doof. Oder sieht das noch alles gleich aus? Nee, das sieht noch alles gleich aus, okay. Nichts mehr. Tada!
Talisman von Susano. Taumelnde Gegner können an der Chance von 30% zu Boden geworfen werden. Ligusterholz. Wenn ich genau weiß, wofür man das braucht, aber haben ist ja besser als brauchen, ne? So, dann haben wir das auch. Da oben sind noch zwei Fragezeichen. Glühwürmchenhügel. Da sehe ich da schon einen Fuchsbau. Und den widmen wir uns beim nächsten Mal.